Hi, so dieses Tutorial ist wieder mal auf dem Mist vom Holgi gewachsen. Der hat immer so ein paar kleine Probleme mit seinem Mac. Das finde ich immer total cool, weil der hat immer so Fragen. Oh, wie geht denn das schon wieder und so? Und gibt mir praktisch dadurch immer einen Anreiz, ein nächstes Videotutorial zu machen. In dem Videotutorial geht es mal kurz um iWeb und wie man eine Webseite, die man damit gemacht hat, auch SEO, Search Engine Optimization, also SEO-Optimierungen. Ist ja komisch, oder? SEO, Search Engine Optimization, Optimierungen. Eigentlich völliger Blödsinn. Also wie man Webseiten so umbauen kann, dass Google die auch findet. Und ein paar andere Kleinigkeiten gibt es da auch noch dazu. Ich habe hier meine Webseite klangrevolution.de, die ich mit iWeb mache. Ich zeige euch dann mal an diesem Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal müsst ihr oben auf den ersten Ordner gehen, in meinem Fall den KR-Ordner, und speichert die Seite irgendwo ab. Und zwar unter Sites, das passt schon so, das hat er für mich automatisch angelegt. Wählen, voila! Und nun gehen wir unten auf Seite veröffentlichen. Was macht er? Er packt das jetzt praktisch alles zusammen. Er generiert mir dann meinen HTML-Code, den CSS-Code, eventuell PHP-Code, wenn der benötigt wird, und macht mir das komplett fertig in einen Unterordner. Je nachdem, wie groß die Seite ist, kann das tatsächlich auch einen kleinen Moment dauern, auch wenn er das auf die Festplatte schreibt. Wenn der fertig ist, könnt ihr euch die Webseite anschauen, ihr könnt die besuchen, wenn ihr das möchtet, oder ihr klickt auf OK. In meinem Fall klicke ich nur OK, denn jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Die Webseite www.ragesw.com/products und so weiter und so fort. Link findet ihr wieder hier und in meinem Text, wie gehabt. Da bekommt ihr ein kostenloses Tool, das nennt sich iWeb SEO Tool. Und hier klickt ihr auf Download. Das ist dann 12 MB groß, das ladet ihr euch dann mal herunter. Dann öffnet ihr das DMG und installiert die ganze Geschichte. Und die Installation funktioniert wie das bei allem. Funktioniert, wenn man ein DMG was installiert oder ein DMG öffnet, iWeb SEO Tool auf Applications. Wenn das jetzt installiert ist, geht ihr natürlich wieder auf eure Programme, scrollt runter auf das iWeb SEO Tool und jetzt wird es interessant. Zunächst mal könnt ihr euch da anmelden für einen Newsletter, die sagen euch also Bescheid, ob was Neues gibt etc. Müsst ihr selber entscheiden, ich mache das erstmal nicht. Ich klicke also auf Start und jetzt geht das los. Open Website. Ihr erinnert euch, ich habe das ja hier unter Klangrevolution abgespeichert. Choose. Jetzt stehen hier meine gesamten Unterseiten drin. Und ihr werdet feststellen, der hat keinen Header Code und keinen Body Tag. Hier steht kein Title Tag drin, keine Meta Tags, keine Images oder Custom Meta Tags. Was machen wir jetzt? Title Tag, Klangrevolution. Wir machen die Musik. Ich trage mir jetzt hier einen Titel ein, den er praktisch oben, Nara, genau hier drin anzeigen würde. Jetzt steht hier Folgendes. Wer sind wir? Hier steht also nur der Seitenname. Und das möchte ich eigentlich nicht. So, dann kopiere ich mir das Klangrevolution, gehe auf Home, klicke hier auf Speichern. Hier seht ihr jetzt, wer sind wir? Wer sind wir? Hier mache ich jetzt das Klangrevolution davor, Apply, speichere das also wieder ab. Und das müsst ihr jetzt praktisch mit jeder dieser Unterseiten machen. Wenn das gemacht ist, habt ihr eure Site-Settings, dann habt ihr noch die Meta-Tags. Bei den Meta-Tags müsst ihr erstmal eine Webseitenbeschreibung hier oben eintragen. Klangrevolution beschäftigt sich mit der Vermittlung von Musik, Musikern, Bands und so weiter. Und hier gibt ihr jetzt Keywords ein. Und das ist ganz wichtig, Keywords. Musik, Musik, Klangrevolution, mein Name dazu, immer schön mit dem Komma trennen. Wolf Stahlhofen, weil ich den da ja auch immer drüber habe, QH und so weiter und so fort. Dann sagt ihr den Suchmaschinen, die sollen die Seite indizieren, das heißt, sie sollen da raufgehen. Ihr ruft praktisch Google an und sagt, hey, komm mal bitte auf meine Seite, guck mal, was ich da alles stehen habe und sortiert das in eine Google-Maschine ein. Und sagt der Search Engine to follow all links. Also wenn ihr Links auf der Seite habt, sagt ihr, die darf der ruhig weiter folgen. Und wenn ihr jetzt öfter auf dieser Webseite was ändert, klickt ihr an, Search Engines should revisit page every
10 Days zum Beispiel. Und dann setzt er noch die Sprache für die Webseite fest. In meinem Fall ist das German, Deutsch, Apply. So, und jetzt wäre das hier für die Index hinzugefügt. Es ist ein bisschen blöd, ihr könnt das jetzt nicht für alle übernehmen. Das heißt, ihr müsstet tatsächlich hier kopieren, geht hier hin, einfügen, geht wieder zu den Keywordern, kopieren, einfügen und dann müsst ihr es erstmal immer speichern. Ihr müsst also Seite für Seite, für jede HTML-Seite, die ihr hier findet, hier drin, müsst ihr das einmal anlegen. Aber im Regelfall ist das gar nicht so viel Arbeit, das sind vielleicht 5 Minuten, dann war's das. Wenn ihr die Seite dann fertig habt, klickt ihr auf Publish. Ich mache das über einen FTP-Server, Next, trage mir hier einen FTP-Server ein, den ich dann hier speichere. Und kann dann immer wieder, wenn ich meine Seite geändert habe, gehe ich über die iWeb SEO Tools nach oben zu meinem FTP-Server und mache das nicht mehr direkt über iWeb selber, was das ja auch kann. iWeb kann ja selber auch auf den FTP-Ordner hochladen. Und dann ladet ihr es einfach noch hoch. Wie gesagt, der Vorteil ist dann, dass ihr den Code mit Header-Tags, also mit Meta-Tags im Header, mit Title-Tag, mit Custom-Meta-Tags und Sprache und Suchmaschinen etc. da drin habt. Das iWeb SEO Tool ist kostenlos und jeder, der mit iWeb arbeitet, sollte wirklich diesen Schritt machen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man eure Seite auch wirklich bei Google oder anderen Seiten finden kann. Okay, das war's zu dem Tutorial. Danke an dieser Stelle nochmal an den Holgi, der mir die Anregung dazu gegeben hat. Wenn ihr auch mal ein Tutorial braucht, sagt mir einfach Bescheid. Der Holgi schämt sich auch nicht, der bombt mich damit zu. Finde ich super cool. Und ich sehe dann, dass ich auf meinem YouTube-Channel Hotuli 1 für euch machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.